Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um meinen Einspieler mit Cem Özdemir, wie er mit Vokabeln auf niedrigstem Niveau einen Passanten beleidigt. Gefunden habe ich den Einspieler bei Ritter der Meinungsfreiheit. Er hat wirklich hervorragende Videos und ihr solltet ihn unbedingt abonnieren. Hier der Einspieler. Die Information, die wir haben, dass es keinen politischen Hintergrund hat, ist erstmal kein Anlass zur Entwarnung, im Gegenteil. Das macht es eher schwieriger. Denn bei dem politischen Hintergrund ist klar, wohin man ermittelt. Die Polizeidiktatur ist schuld. Halten Sie bitte die Fresse, danke, ich rede gerade. Ich rede gerade, ja, wir sind hier in Deutschland. Ich rede gerade, bitte Maul halten, danke. Einfache Menschen bestrafen. Jetzt gehen Sie mal bitte zur Seite. 200 Euro. Gehen Sie bitte zur Seite, ich rede gerade. Ich rede gerade, gehen Sie mal zur Seite. Ja. So, machen wir weiter. Was ist hier passiert? Zunächst denkt man sich, wie bescheuert ist Cem Özdemir? Wie kann er denn vor laufender Kamera den Passanten so beleidigen? Das haben doch jetzt alle mitgekriegt und das ist jetzt ja mega peinlich für ihn und die Grünen. Wenn man etwas weiter denkt, wird einem klar, so doof kann er nicht sein. Er macht es bewusst und er weiß auch ganz genau, die Welt wird es nicht berichten. Es kommt nirgendwo und es kam ja auch nirgendwo. Was bedeutet das? Es bedeutet, die Altmedien sind vollständig links unterwandert von undemokratischen Kräften, ausnahmslos. Weil sonst hätte Cem Özdemir sich das nicht erlauben können. Weil sonst würden ja Zeitungen das bringen, dann gäbe es eine große Schlagzeile. Aber es kam keine Schlagzeile. Er kann das einfach so machen und er weiß, dass er es einfach so machen kann. Bigott ist, dass natürlich er die größten Tränen bei ihm die Wangen herunterkullern würden, wenn ein AfD-Politiker so etwas gemacht hätte. Dann wären die Beschimpfungen und die Wut darüber, die Bestürzung über diese Beleidigung, die wär unvorstellbar bei ihm. Da würde er sich auslassen, da würden die Tränen herunterlaufen. Und bei den Journalisten ist es ebenso. Bei der AfD würde so ein Auftritt wahrscheinlich gleich noch vom Verfassungsschutz erwähnt werden. Der ganzen Bigotterie wurde noch die Krone aufgesetzt, als am selben Tag sich Cem Özdemir über die Verrohung der Gesellschaft beschwert. Und vor allen Dingen würde darüber auch in Fußgängerzonen berichtet. Wahrscheinlich hat er da innerlich noch drüber gelacht. Die linken, in Anführungszeichen, Kräfte dominieren den gesamten Journalismus und über den Journalismus dominieren sie die Politik. Und die Politiker, die mitspielen, die machen Karriere und diejenigen, die nicht mitspielen, die verschwinden. Wolfgang Bosbach aus der CDU, lauter diese ganzen Leute, die verschwinden alle. Irgendwie mit der Zeit. Und was übrig bleibt, ja, das ist nicht mehr das, was die CDU, FDP früher war. Das sind ein paar Karrieristen. Eigentlich kann man sagen, diese CDU, FDP, SPD, das sind eigentlich nur Tarnnamen für irgendetwas, ja, was kontrolliert wird vom Journalismus. Zu einem großen Teil, zu einem großen Grad. Es ist zum Lachen. Aber eigentlich ist es gar nicht witzig, sondern es zeigt auf, wie weit die Eskalation fortgeschritten ist. Was die Politiker mittlerweile denken, sich rausnehmen zu können. Wie die Scham immer mehr abfällt. Wie der Lack immer mehr abblättert. Wir können nur hoffen, dass sie damit daneben liegen. Und sie sich zu sicher sind. Wir müssen natürlich jetzt auch dafür sorgen, dass es möglichst große Teile der Bevölkerung mitbekommen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was ich vergessen habe. Macht's gut.